Ja, liebe Leute, und damit herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play von mir. Wir zocken uns auf der PlayStation 4 exklusiv The Order 1886. Ja? Und wenn ihr Bock habt, immer auf den neuesten Stand zu sein in Sachen Infos zum Kanal, zu neuen Let's Plays und so weiter, checkt gerne mal Facebook und Twitter von mir ab. Beide Links sind in der Beschreibung, denn da bekommt ihr auch sofort mit, was als neues Let's Play so kommt. Einiges steht ja noch dieses Jahr an. Ja, The Witcher, Battlefield, Batman, Bloodborne, Uncharted, Halo 5 und so weiter. Das werdet ihr alles hier sehen. Und eine Sache noch, bevor wir jetzt sofort anfangen. Schreibt gerne mal am Ende des ersten Parts euren Ersteindruck in die Kommentare zum Spiel. Und wenn es euch gefallen hat oder ihr mehr sehen wollt einfach oder es unterstützen wollt, das Let's Play, gerne auch eine Bewertung da lassen. So, genug gequatscht. Neues Spiel. Legen wir los. Ich freue mich sehr auf den Titel. Gerade das Setting macht mich sehr an. Und ja, ich bin gespannt. Los geht's. Lass du erraten, Mann? Keine Ahnung. Ich erhole dir nicht raus und bin nah. Na, lass ihn doch etwas starten. Wer hätte hier überhaupt gemacht? Ist doch egal. Immer besser nicht so viele Fragen zu stellen. Ja. Wach auf, Freundchen. Du wolltest uns doch nicht etwa abkratzen, oder? Wie wär's mit einem Nachschlag? Ich hab gerade erst angefangen. Keine Sorge. Wir kümmern uns später noch einmal um dich, ja? Komm, komm schon. Hoch mit dir. Komm schon! Schneller! Süße Träume, Mann. Zeit für Ihr Morgenbad, Milord. Wenn der so weitermacht, hört er nicht mehr lange durch. Na los jetzt. Nur noch ein paar Schritte. Na, war doch gar nicht so schlimm, oder? Und weiter geht's. Du bist ja schon so weit. Oh, komm, Zeit. Steck ihn wieder rein. Komm, jetzt drücken wir dich mal runter. So muss es nämlich sein.
Sieh mal an, wie schnell der schlapp macht. Ja, wie ihr es schon seht, es gibt einige Quicktime-Events, die sehr krass eingebaut sind in dieser geilen Optik, was man ja jetzt schon sieht, dass es sehr gut aussieht. Und ja, ich bin sehr gespannt, wie die Story zu dem Spiel wird. Ja. So, komm, greif's dir. Das ganze Spiel, für die Leute, die es nicht wissen, spielt in so einer Art Steampunk London, ja, und wie gesagt, diesen Style, dieses Design und alles, was man da schon gesehen hat an Gameplay, Screenshots und so weiter, das hat mir richtig gut gefallen. Und ich bin wirklich extrem gespannt, wie sich das alles steuern lässt. Die Kamera so ist, weil ihr seht schon, fette Balken am Start. Das hatten wir auch schon in The Evil Within. Und auf den Konsolen konntest du die Balken ja nicht abschalten. Ne? Und da war die Kamera nicht immer perfekt. Wir werden sehen, wie es hier so ist. Und ich habe den Eindruck, soll ich vielleicht ein bisschen heller machen? Warte mal eben. Einstellung, vielleicht ein bisschen heller. Ein bisschen heller hier. Ein nur. So. Auch für die Leute, die vielleicht Interesse am Spiel haben. Ja. Schaut gerne mal rein. Es ist ein Singleplayer-Spiel. Ja. Und geht sehr stark auf Story-Präsentation natürlich, ja, wie ihr es schon seht. Scheiße. So ist das hier? Ah, eine Knarre, okay. Untersuchen. Ich und mein Glück. Ich finde es beeindruckend, wie das alles schön in der Engine geblieben ist, also dass nicht für die Cutscenes extra irgendwie das besser aussieht oder sowas, sondern dass das alles in-game ist. Und jetzt werde ich das aufschlagen oder aufschießen? Aufschlagen, okay. Das war gar nichts, Jungs. Wir hauen hier nur ab. Okay, X. Und bei dieser Szene muss ich so ein bisschen an Heavy Rain denken, wo du dich dann mit den Kollegen durch die Scherben gerobbt hast. Hier ist es zum Glück nicht der Fall. Was zur Hölle hören wir? Was soll ich machen? Das hört sich nicht gut an. Beeindruckend aus. Und ihr habt vorhin gerade schon gesehen, da hinten ist so eine Art Werwolf-Vieh, denn
darum geht es hier in der Story. Also die Menschen gegen so eine Art andere Fraktion. Frag mich nicht genau, ich will auch nicht zu viel vorwegnehmen. Aber grundsätzlich könnte es sehr spannend werden. In Ordnung, Mann. Kein Wort. Rein! Zumachen! Lass uns doch erstmal reden. Das bist du, oder nicht? Der Häftling, von dem alle sprechen. Hier führt nur ein einziger Weg raus. So gut wie tot, das bist du, mein Freund. Besser, du hättest die Katakomben nie verlassen. Halt dein Maul! Schon gut. Ist deine Beerdigung, nicht meine. Das werden wir sehen, kleiner Freund. Platt jetzt! Wie kann der mit dem Arm noch so übel zuschlagen? Okay. Rechten Stick? Also mit dem rechten Stick, mit dem linken wäre es doch besser. Egal, wir machen das schon. Jetzt machen wir dich platt, Kollege. Das war zu viel des Guten. Ergeben Sie sich, Monsieur. Das war mein letzter Warnschuss. Die Sichter sind so gut gemacht. So gut. Ich weiß gar nicht, wann ich reden soll. Das ist alles wie aus einem Guss. Spiel ist vorbei, Galahad. Geben Sie jetzt auf. Sofort die Hände hoch. Die Hände hoch. Hände hoch. Gray? Tu das nicht. Ich sagte aufgeben. Hände an den Kopf. Sie haben den Orden betrogen. Niemand entzieht sich der Strafe. Sie vergessen, Lord Kanzler. Ich bin doch schon so gut wie tot. Ich höre dich, Percival. Machst du einen kleinen Spaziergang im Park? Geht nichts über einen frischen Londoner Morgen, um den Kopf freizukriegen. Mach ruhig mit deiner Körperertüchtigung weiter. Aber uns wurden mehrere Ziele am Crovener Square bestätigt. Wie lauten die Anweisungen? Triff dich am Verein des Indienhaus mit Igraine und Lafayette und halte die Bedrohung auf. Hast du es im Visier? Wow. Oh shit. Ja.
Ja, okay. So, wo ist das Gebäude? Ich gucke mich die ganze Zeit hier um. Gutachte die schicke Optik. Direkt vor mir. Gut. Schätze die Situation vor Ort ein und sei vorsichtig. Hat Nikola dich mit Waffen versorgt? Ja. SXM-2 Falcon. Gut. Das Sekundärgeschütz des Falcon sollte helfen. Wir verfolgen vielleicht Verrückte, aber sind immer noch Zivilisten. Möglichst nicht tödliche Gewalt einsetzen. Verstanden. Stehst du zu uns? Ich muss mich jetzt noch um etwas kümmern. Wir sehen uns später. Bin unterwegs. Ja, da hat Ende. Verdammt, ich hab jetzt... Verdammt, ich hab am Anfang nicht genau auf das Datum geachtet. Aber ich gehe mal davon aus, dass es ein Zeitsprung war, dass das jetzt hier, was wir sehen, davor war. Weil ich habe mich sowieso schon gewundert, die gerade auf uns gezielt haben. Das ist unser Team eigentlich. Eigentlich ist es unser Team. Ja, okay, also bauen sie das so auf. Ja, ey, was ist da passiert? Ach, ja, alles klar. Okay, kein Problem. Wow, das sieht echt beeindruckend aus. Ich finde die Klamotten auch so cool und wie gesagt, diesen ganzen Steampunk-Ansatz. Und ja, für die Leute, die vielleicht jetzt schon sagen, ey, ist es nur Quicktime-Events, ist es irgendwie nur Story und dann mal ein, zwei Knöpfchen drücken und so. Ich sag nur, wartet ab. Ja, da sind sehr viele skeptisch. Ich bin auch in gewisser Weise skeptisch, wie das Gameplay so ist. Aber das ist alles noch der Anfang des Spiels. Wir müssen erstmal ein bisschen reinkommen. Und dann können wir uns da so ein kleines Fazit erlauben. Zur Optik braucht man glaube ich nicht mehr viel sagen. Spitzenmäßig. Triff dich mit. Okay, alles klar, cool. Der Typ hier? Morgen. Ne. Kann ich auch schneller laufen eigentlich? War doch der linke Stick, wa? Geht anscheinend gerade nicht. Würde mich natürlich interessieren, ob es hier wieder irgendwelche Sachen zum Einsammeln gibt. Aber irgendwie ist es ja in jedem Spiel so. Die Frage ist nur, was kann man hier einsammeln? Das ist die Frage. Wenn es überhaupt was zum Einsammeln gibt. So. Was haben wir denn hier? Morning Post. Whitechapel. Mysteriöses Verschwinden in Whitechapel. Ja, ja. Sehr gespannt. Ich bin so gespannt. Es ist ja... Vielleicht kriegen wir irgendwas von Jack the Ripper mit. Ich meine, es ist 2 Jahre vorher. 86, 88 kam Jack the Ripper. Das kann man sich ganz gut merken. Oder ich erzähle jetzt komplett Scheiß, aber ich bin der festen Meinung zu 99%, dass es mit dem Drei-Kaiser-Jahr in Deutschland aufs gleiche Datum, beziehungsweise aufs gleiche Jahr fällt. Nicht Datum, aber ja. Und es war ja 1888 bei uns hier in Deutschland. Mhm. Okay, Rückseite checken. Was steht hier? 20. Juli. Ich bin irgendwie verdammt leise. Guten Tag, Sir. Bist du der gleich von oben? Nee. Hallo. Na gut. Ja, der Titel des ersten Kapitels sagt es ja schon. Wir sind ein Ritter. Wie hieß der Typ nochmal? Es gibt auf jeden Fall diesen Orden, der wurde dann ins Leben gerufen, um diese andere Fraktion zu bekämpfen. Was ist das? Phonograph-Zylinder. Wachszylinder enthalten eine aufgezeichnete Audio-Nachricht. Drück, okay, alles klar.
Okay. Hören wir mal rein. Genau, König Arthur. Und die Ritter der Tafelrunde, genau das wollte ich gerade erzählen. Gut, hören wir uns an. Es geschah in den Tagen des Uta Pendragon, als er König von ganz England war und allda regierte, dass ein mächtiger Herzog in Cornwall war, der lange Zeit gegen ihn Krieg führte. Und dieser Herzog hieß der Herzog von Tintagel. Eines Tages also entbot König Uta diesen Herzog zu sich und befahl ihm, sein Weib mitzubringen, denn sie galt als schöne und sehr kluge Frau und ihr Name war Igraine. Als daher der Herzog und sein Weib zu dem König gekommen waren, wurden sie von großen Herren beide zu ihm geleitet. Dem König gefiel die Dame sehr, und er fiel in Liebe zu ihr, und er nahm sie beide über die Maßen freundlich auf und begehrte, bei ihr zu liegen. Aber sie war eine sehr gute Frau und wollte dem König nicht zu Willen sein. Und da sprach sie zu dem Herzog, ihrem Gemahl, und sagte, mich dünkt, wir sind entboten worden, damit ich entehrt werde. Darum rate ich euch, Gemahl, wir wollen uns schnell von hinnen heben, dass wir die ganze Nacht durch bis zu unserem Schloss reiten. Okay. Warum aber sagt der Herzog? Herzog. Würde ich sagen. Ich gehe okay. Runter auf die Straße. Bestätigt. So, ist das Funkgerät da rechts auf der Schulter? Ja, also das ist halt zum Beispiel Steampunk. Ja, das ist halt 1886. Solche Methoden bzw. solche Mechaniken und Waffen und so weiter gibt es einfach zu der Zeit nicht. Das ist so ein bisschen ein Grund oder eine, wie sagt man? Wie sagt man dazu? Das ist halt ein Ding von Steampunk so. Mal gucken, wie lange mache ich denn noch den ersten Part für euch, Leute? Liebe Leute, wie lange mache ich den denn noch? Noch ein, zwei Minuten, komm. Ach ja. Ja, absolut mein Highlight des Februars hier, dieses Spiel. Kommt ja auch nicht so viel raus. Im Februar, aber trotzdem, auf den Titel habe ich mich sehr gefreut. Und ich hoffe, er wird mich nicht enttäuschen in irgendeiner Weise. Galahad, Igraine, was Neues von Lafayette? Negativ. Hier auch. Wahrscheinlich knüpft er einfach irgendwo Kontakte. Das wäre... Ich weiß, was ihr denkt. Aber glaubt mir, er ist in Ordnung. Wenn du meinst. Ich habe jedenfalls keine Zeit, ihn zu suchen. Ich weise die letzten Constables ihren Posten zu. Es wäre immer ganz nice, wenn ich mal normal laufen könnte. Okay. Höchstwahrscheinlich wird das Spiel auch so sein, wie ihr es jetzt hier seht. Also sehr, sehr linear. Ja. Man muss einfach gucken. Wie gesagt, habe ich gerade schon erwähnt. Einfach mal abwarten, ein bisschen zocken erstmal. Atmen Sie langsamer. Oh, was ist hier los? Sie müssen gleichmäßig atmen. Ja, sehr gut. Ich helfen? Schon viel besser. Anscheinend nicht. Ich kann wohl nicht richtig atmen. Ja, Konstantin. Jo, zack. An Sherlock. Mensch, Dieser Mann. Der röchelt sich da ein ab. Anscheinend. Warte mal, also meine Analyse sagt, der kann wahrscheinlich nicht ganz normal atmen. Ich habe schon viele Leute. Ja, Kollege, nimmst du es? Okay, was war das denn jetzt? Was haben wir denn da? Dieser Mann braucht medizinische Hilfe. Leider steht derzeit kein medizinisches Personal zu unserer Verfügung. Okay. Wann weiß ich, ob ich das richtig untersucht habe? Ist es wie bei Tomb Raider? Oder ist es scheißegal, wie ich das halte? Ich kann einfach nur gucken. Was steht denn da drauf? Ich kann es nicht entziffern. To my... Irgendwas. Ich kann es nicht ganz lesen, ne? To my... Ich kann es nicht lesen, ne? Oder? Galahad. Sie müssen den gesamten Bezirk absperren, und zwar leise. Wie kommt es, dass du so schnell hier bist?
können, Liebes. Ich gebe zu, für einen Mann deines Alters bist du sehr schnell. Kein Ritter wird gern von einer Dame an seine Schwächen erinnert. My Lord, so etwas Herzloses könnte diese Dame doch gar nicht tun. Sicher, Izzy, würdest du nie tun. Um was geht es? Ein paar Irre laufen amok. Percival glaubt, es könnte eine List der Rebellen sein. Na, hoffentlich hast du nichts verlernt. Denk dran, wer dich trainiert hat. Er war der Beste. Zu seiner Zeit. War? Du bist noch ziemlich gut. Aber ich bin besser. Ja, Ma'am. Egraine, melde dich. Bestätige, Percival. Mehrere Entflohene beim Osteingang der Vereintes Indien U-Bahn-Station gesichtet. Geh vorsichtig vor. Verstanden. Na los, Gray. Gehen wir. Okay. Ich muss sagen, sie sieht jetzt aber auch nicht so jung aus, oder, Leute? Ich weiß ja nicht. Na gut, hey, ich würde sagen, das reicht. Ja, ist ein ziemlich langer erster Part geworden, aber ist ganz nett, glaube ich, zum Einstieg, oder? Schreibt, auch wenn wir noch nicht das richtige Gameplay gesehen haben, gerne trotzdem mal euren Ersteindruck in die Kommentare zum Spiel. Gefällt es euch so optisch vom Setting her und so weiter? Schreibt es gerne mal rein. Ich muss sagen, es ist super vertont auch wieder. Sony-typisch, halt. Die können das. Gerade bei ihren größeren Titeln. Und wie gesagt, gerne eine Bewertung da lassen. Unterstützt das Projekt, wenn es euch gefällt und ihr mehr sehen wollt. Und ja, da versuche ich natürlich mein Bestes, euch weitere Videos zu liefern. Leute, ich zähle auf euch, bedanke mich fürs Zusehen und wir hören uns beim nächsten Mal. Haut rein und tschüss.